Willkommen Leute zu einem neuen Taktikvideo auf meinem Kanal und heute schauen wir uns meinen Lieblingsverein an, den FC Bayern München. Gespielt wird bei mir im 4-2-3-1 breit, also mit LM und RM und nicht mit 3 Zehnern. Tor natürlich Manuel Neuer, da hat Bayern einfach nichts, was rankommt. Rechts dann Kimmich, man könnte natürlich auch Odriozola spielen lassen, der deutlich schneller ist, aber mir gefällt Kimmich auf rechts hinten eigentlich ganz gut in FIFA. Hernandez und Süle spielen die Doppel-Innenverteidigung, Alaba auf links. Dann die Doppel-6, da lasse ich tatsächlich Martinez spielen. Der ist zwar nicht schnell, aber die Sache ist halt, der muss auch bei mir nicht wirklich mit nach vorne kommen und ich finde eigentlich Martinez, der kann dann einfach die Sachen auch durch Stellungsspiele regeln, weil der einfach so starke Defensivwerte hat. Und dass dann einfach Goretzka der ist, der was ein bisschen mehr nach vorne macht oder sich ein bisschen mehr bewegt. Und auch mit der Anweisung Mitte abdecken, bleibt der halt ziemlich zentral und muss auch gar nicht so viel laufen. In FIFA gefällt das mir eigentlich ganz gut mit Martinez auf der 6. Sein Partner dann Leon Goretzka. Die Flügel mit Gnabry und Coman. In der Mitte Coutinho. Und vorne Lewandowski. Ja, also auf der 10 kann man auch mit Thiago spielen oder Müller. Links gefällt mir Perisic auch in Ultimate Team richtig gut. Hat mir auch echt gut gefallen. Da habe ich ihn aber mit einem Chemistry-Style gespielt. Aber auch jetzt seine 87er Belohnungskarte aus irgendeiner Saison, was es da gab. Da spiele ich sogar ohne Tempo-Boost mit Perisic. Die Karte gefällt mir auch echt gut. Also man kann hier links auch durchaus Perisic spielen statt Coman, aber Coman ist halt um einiges schneller. Und ja, also Kimmich auf der 6, wie in der Realität, davon halte ich jetzt eigentlich nicht viel. Also in FIFA finde ich den dafür nicht so gut, weil der ist auch nur 1,76 groß, da sind die zwei hier schon um einiges größer. Taktiken, das sind eigentlich dieselben wie auch beim letzten Mal mit Piemonte. Druck nach Fehlern, Breite bis auf 2 aufs Maximum, Tiefe auf 2, schneller Aufbau, Breite Maximum, ja, und den Rest wie immer auf Neutral. Dann die Anweisungen, also Viererkette soll wieder zusammenbleiben, hinten bleiben bei Angriffen, die Verteidiger einfach alles auf Standard. Die Doppel 6, einfach wieder alles auf links. Dafür auch wieder Mitte abdecken, auch auf links. Und ja, bei Martinez natürlich mit energischem Abfangen, da ist das natürlich schon so, dass der einiges an Ausdauer verliert. Und der hat auch nicht die beste Ausdauer. Also Martinez kann dann schon sein, dass der am Ende des Spiels platt ist. Dafür bringt das eben sehr, sehr viel, weil er diese Sachen sehr gut ja, praktisch ausführen kann. Also der kann das halt besser ausführen mit seinen Defensivwerten, wie wenn du da einen Thiago oder einen Tolisso spielen lässt. Deswegen ist es schon besser, Martinez vielleicht so 70 Minuten spielen zu lassen mit diesen Anweisungen. Dafür ist er dann komplett platt. Aber dann halt einen Thiago reinzubringen für noch 20 oder 30 Minuten sogar schon. Aber ich würde auf jeden Fall mit Martinez anfangen. Dann die Flügelspieler auch wieder vorne bleiben und Abwehr überlaufen. Gnabry natürlich dasselbe. Und das finde ich, Mittelfeldspieler, also äußere Mittelfeldspieler, linkes und rechtes Mittelfeld mit diesen Anweisungen sind teilweise besser als Flügelspieler mit diesen Anweisungen oder Flügelspieler allgemein. Das habe ich bei einem E-Sportler gesehen, bei Kurt, der aus Malta, den kennt vielleicht der ein oder andere, und der hat das auch so gesagt, dass er Flügelspieler damit überhaupt nicht zurechtkommt, aber äußere Mittelfeldspieler mit eben diesen beiden Anweisungen sind viel, viel besser und ich hätte es auch gespielt und ich kann da nur zustimmen, also ich finde das wirklich überragend. Auf der 10 dann Coutinho, der hat einfach nur alle Freiheiten, der Rest alles auf Standard und Lewandowski soll natürlich vorne die Mitte überlaufen, die Abwehr überlaufen. Ja, ja, könnte ich jetzt hier auch noch vorn bleiben machen, aber muss jetzt nicht zwingend sein, zentral orientieren. Ja, der hat auch definitiv die Athletik, um sich mal von der Seite, genau wie Cristiano Ronaldo, den Ball zu holen und dann in den Strafraum zu ziehen. Also Lewandowski ist meiner Meinung nach der beste Stürmer in FIFA.
Gut, ich habe jetzt Cristiano Ronaldo nicht so viel gespielt, aber ich finde, Lewandowski ist einer der besten Spieler im Sturm in FIFA. Ja. Ja, das war's dann auch hier von diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.